Ja, willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten. Deswegen auch eine kleine Aufnahmepause gehabt. Die Folge wird jetzt ein bisschen später erst rauskommen. Und wir sind hier auf LeChucks Schiff. Nachdem wir Monkey Island schon erreicht haben, müssen wir trotzdem noch ein bisschen hier herumschnüffeln, um herauszufinden, wie wir seine Karte zum Geheimnis von Monkey Island entschlüsseln können. Und bevor ich jetzt hier direkt auf die Reling klettere, habe ich gedacht, schaue ich mich erstmal ein bisschen an der Kante des Schiffes um, was zum Beispiel mit unserem Bullauge hier passiert ist. Das ist offensichtlich noch öffentlich, möglicherweise. Auf jeden Fall anschaubar. So viele schöne, fettige Erinnerungen. Kann ich es Sie haben öffnen? es versiegelt. Natürlich haben sie das. Und hier drüben würde ich auch noch mal gucken, ob unser lieber Zombie-Freund, dessen Namen ich vergessen habe, noch existiert. Er müsste ja vom Bruder zerfetzt worden sein. Sah das eigentlich schon immer so Zombie-augenmäßig aus? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er ist noch da. Ich Wow. ertrinke in meinen Gedanken. Hallo nochmal. Nochmal? Ich kenne dich nicht. An eine hässliche Visage wie deine würde ich mich erinnern. Oh, mein Fehler. Bis später. Nein, warte. Das war nur ein Scherz. Warte mal. Vielleicht kannst du mir helfen. Ich stecke ein bisschen fest. Wie können die überhaupt so einfach reden unter Wasser? Vor allem Guybrush, der ja die Luft anhalten müsste. Habe ich gesehen, wie du ein Notizbuch in dein Hemd gestopft hast? Das ist nichts, was du wissen musst. Geh weg. Was steht in dem Notizbuch? Ist es ein Tagebuch? Na gut, es sind Gedichte, okay? Zombie-Piraten-Gedichte. Aber sie sind noch nicht ganz fertig. Ich habe hier und da noch Probleme mit dem ersten Akt. Hey, das waren ganz andere Untertitel als das, was er wirklich gesagt hat. Na gut. Vielleicht kann ich dir bei deinen Gedichten helfen. Ich habe schon die eine oder andere Metapher in meinem Leben verwendet. Nun, ich komme an einigen Stellen nicht weiter. Was reimt sich zum Beispiel auf Getier? Revier, Malzbier, Septikämie. Revier, es passt ja gut zum Tier. Revier. Oh ja, das könnte funktionieren. Also gut, ich brauche auch eine Idee für etwas, das wächst. Oh, Groll wächst. Steine, aber nur bestimmte Sachen akzeptiert. Also zum Beispiel, ein Groll kann wachsen. Groll? Ich denke, das passt. Wie wäre es mit einem Reim auf Pack? Wo ist der Sack? Nein, Lack, Wrack. Wrack gefällt mir. Das ist sehr piratig. Wrack. Wrack, ja. Das könnte passen. Ich glaube nicht, dass ich von allein darauf gekommen wäre. Vielen Dank. Mir stand ein bisschen das Wasser bis zum Hals, aber ich denke, zumindest den ersten Band kann ich jetzt als abgeschlossen bezeichnen. Dann zeig doch mal Hey, her. was willst du? Würdest du mir jetzt, wo sie fertig sind, deine Gedichte zeigen? Was? Damit du sie stehlen kannst? Ich glaube nicht. Okay. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, warum ich überhaupt frage. Es sind ja nicht deine Geheimnisse, die mich interessieren. Aber ich könnte die mir anschauen und vielleicht verraten sie auch etwas über das Leben an Bord und über LeChuck. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Nee. Wenn er schreit, bin ich zu abgelenkt, weil ich seine Zähne zähle. Das hat mich schon ein paar Mal in Schwierigkeiten gebracht. Jetzt würde ich gerne wissen, wie viele Zähne der Chuck hat. Ist das auch eine der Quizfragen? Wie bist du am Ruder hängen geblieben? Bei meinem Job. Ich habe einen neuen Schrubber eingewiesen mit seinem Mob. Das ist gar nicht übel. Top, Snob, Stopp. Stopp könnte funktionieren. Wie auch immer. Sagen wir einfach, dass das obere Management mit meinen Methoden nicht einverstanden war. Und jetzt bin ich hier. Warum redet ihr überhaupt mit mir, wenn ich kein Zombie bin? Der neue Schrubber, den du erwähnt hast, wie war er? Aufstrebender Stern? Rohdiamant? Ein nutzloser Klotz. Ich glaube nicht, dass er das eine Ende des Mobs vom anderen unterscheiden kann. Außerdem ist er hier runtergekommen, hat ein Messer gestohlen, das ich in meinem Rücken hatte, und hat mich stecken lassen. Er hat nicht einmal versucht zu helfen. Ach, was für ein fieser Kerl. Wenn du netter zu dem Schrubber gewesen wärst, hätte er dir vielleicht geholfen? Er nicht. Manchmal merkt man es den Leuten einfach an. Hast du jemals daran gedacht, dass du es vielleicht verdient hast, hier unten zu bleiben, weil du ein grausamer Tyrann mit Selbstwertproblemen bist? Nee. Okay. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Ich habe Besseres zu tun, als diesem Kerl beim Essen zuzusehen. Na gut.
Weißt du, ob LeChuck eine Titelmelodie hat? Zählt das Geschrei seiner Feinde? Ich bezweifle es. Dann nicht. Da, gut, dann... Genieß deinen Abend. Ich weiß nicht, warum wir ihm jetzt mit seiner... Zu helfen? Wenn ich hier rauskomme, werde ich das bisschen, das von deinem Gehirn übrig ist, verputzen und deine gebrochenen Rippen zum Zähneputzen benutzen. Ich würde mir sogar helfen, aber ich weiß nicht wie. Wir haben ja gar nichts Brecheisenartiges dabei. Letztes Mal hieß es, ein Brecheisen wäre nötig. Ich weiß nicht, warum wir ihm jetzt beim Dichten geholfen haben, aber ich würde mich mal wieder nach oben verzischen. Gibt es hier Quizkarten? Quizkarten irgendwo? Sieht nicht so aus. Zu schade. Und dann klettern wir einfach mal hoch auf Deck. Gucken mal, wie schnell wir von LeChuck wieder runtergeschmissen werden. Ich denke mal, das wird nicht lange dauern. Denn wir sind ja nicht verkleidet, wir sind nicht getarnt. Also eigentlich kann das nur übel enden. Aber ich wüsste auch nicht, wie wir uns tarnen sollen. Von daher probieren wir es einfach. Oder hatten wir die Augenklappe noch? Nee, die ist weg, ne? Du! Hi! Du bist auf diesem Schiff nicht willkommen, Threepwood. Yep. Das habe ich so erwartet. Ganz genau so. So, warte mal. Habe ich die Augenklappe noch? Nee, genau, die ist weg. Muscheln. Ankerkette. Neue Quizkarten irgendwo. Ne. Okay, also wir brauchen erstmal wieder eine gute Verkleidung, bevor wir irgendwas auf LeChucks Schiff machen können. Abendessen. Ich schätze nicht. Okay. Zu scharfkantig. Na gut, ich glaube, wir hatten schon alle Locations uns angeschaut beim letzten Mal, aber ich kann mich nicht so richtig erinnern, was wo zu tun war. Deswegen werde ich die jetzt wahrscheinlich nochmal abklappern. Ich gucke aber auch mal auf die To-Do-Liste. Also, wir brauchen seine Titelmelodie, wir brauchen seinen Slogan, sein Lieblingsessen, wir brauchen einen Weg, mich darauf zu schleichen. Genau, das ist noch nicht erfüllt, denn wir haben zwar die Ankerkette hinaufgeschafft, aber wir haben es nicht reingeschafft. Wir könnten natürlich versuchen, die Luke irgendwie zu knacken, also das Bullauge von außen zu knacken, indem wir es einschlagen oder aufbrechen. Captain Madison hintergehen, das Geheimnis von Monkey Island finden. Warum hat das kein Ausrufezeichen? Weil ich es nicht machen kann? Ich bin nicht einmal ein Fan von lebendem Tintenfisch. Okay, Treibholz hat uns auch nicht so viel gebracht. Es ist ein Stück Treibholz, das am Strand angespült wurde. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Schreckliches Gefühl. Okay. Moment. Den Vulkan konnte man nur anstarren. Das ist einen Blick wert. Da ging nicht viel. Ansonsten, wir hatten den Wald beim roten Bärenstrauch. Den würde ich gerne nochmal durchsuchen. Oben bei der Aussicht war nicht so viel. Soweit ich mich erinnern kann. Und ich glaube, wir waren noch gar nicht beim Affenschädel. Waren wir schon beim Affenschädel? Wir waren noch nicht beim Affenschädel. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Dann gehen wir jetzt doch mal dahin. Ja, hier waren wir doch noch nicht. Es ist im Laufe der Jahre verblasst, aber es steht immer noch Privateigentum drauf. Quizkarten. Wo sind die Quizkarten? Noch ein Schädel. Mary, bist du das? Entschuldige die Dinge, die ich zu dir gesagt habe. Ah, oh, es ist nur ein ranziger Schädel. Ich behalte den für die Voodoo-Lady. Was, für die Voodoo-Lady? Moment. Was weiß er, was wir nicht wissen? Ich bin kein Phrenologe, aber er scheint in Ordnung zu sein. Will die Voodoo-Lady 6 Schädel von uns haben? Das wäre gut. Hey, das ist ja offen hier. Früher war das mal zu, aber die haben das wohl einfach aufgebrochen. Naja, gut. Außerdem ist es ja nicht so, als hätte man nicht schon seit jeher einfach über diesen Zaun klettern können. Ich lausche erstmal. Erinnere mich noch einmal daran, wann werden wir Threepwood los? Du hast das Gedächtnis einer Mücke mit Gehirnerschütterung. Ich freue mich einfach darauf, das ist alles. Sobald wir das Geheimnis gefunden haben, kannst du ihn haben. Ha, sie werden keine Gelegenheit dazu haben. Sobald die Karte sichtbar ist, schnappe ich sie mir und verschwinde von hier. Sobald die Karte sichtbar ist. Na gut, ich gehe mal hier rein und gucke mal, was die hier so haben. Threepwood! Oh, ich hätte nein. mir denken können, dass du hier mit drin steckst. Das ist genau deine Art von Schlamassel. Deine auch, wie es scheint. Ich mag die moralisch schwarzen Bereiche. Um Murray kümmern wir uns gleich. Ich kümmere mich erstmal um den Armknochen hier. Ich frage mich, ob dieser Armknochen irgendetwas zu bedeuten hat. Auf jeden Fall. Denn der Armknochen ist verbunden mit dem
Brustknochen. Und der Brustknochen ist verbunden mit dem Beinknochen. Und der Beinknochen ist verbunden mit dem Armknochen. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da hat aber jemand eine schöne Sammlung von bunten Glasflaschen. Hübsche Flaschen, okay. Was kann man mit hübschen Flaschen machen? Könnte man nicht so genau. Ein Humerus sein. Oder vielleicht die Ulna. Schwer zu sagen, ohne eine gründliche forensische Analyse. Kann ich Ihnen Cracker in ihr... Nein. Tja, puh. Was war das nochmal? Pirate Times, Redakteur Conrad Lee. Okay, okay. Bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Keine Quizkarte, nichts, nur Murray und... Na gut, dann reden wir erstmal mit denen und dann mit Murray. Wir sind bereit. Hast du schon LeChucks Geheimnisse erfahren? Beim Betreten des Schiffes gab es Probleme. Ist es die Verzauberung, die dich davon abhält? Gute Nachrichten. Wir können ihn doch noch töten. Nein, das ist es nicht. Ich habe meine Augenklappe verloren, sodass die Mannschaft weiß, dass ich es bin und sie mich nicht wieder an Bord lassen. Du musst wie einer von ihnen aussehen. Ich kenne einen guten Spruch, der das kann. Ich brauche ein Geheimnis, auf dem ich aufbauen kann. Besorg mir einen materiellen Gegenstand von einem Mitglied der Mannschaft. Etwas, das er vor den anderen versteckt halten kann. Also die Gedichte. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Moment, wie ist das genau? Ein Geheimnis, ja. Die Gedichte sind doch da so ganz passend, oder? Das ist auch ein Teil der Mannschaft und die Gedichte sind geheim, weil er schämt sich für seine Poesie. Plus, ich kann mit ihm reden, ohne dass ich aufs Schiff kommen muss. Also, ja, ich glaube, das würde ich mal versuchen. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, das mit uns zu teilen. Okay, dann frage ich nochmal noch Murray. Wie war deine Reise nach Monkey Island? Feucht. Aus irgendeinem Grund werfen mich die Leute immer wieder in Kessel mit Glibber. Aber ich werde mich an allen rächen. Vor allem an diesem verwelkten Zombie-Mann aus LeChucks Mannschaft. Das ist gar nicht mehr platt. Bekommst du auch einen Anteil vom Geheimnis? Sie haben mir dein Skelett versprochen. Ohne den Kopf versteht sich. Wie kommt es, dass du nicht mehr platt bist? Ja, genau. Was zum... Woher weißt du davon? Mit wem hast du geredet? Ich habe ein Auge auf dich, Threepwood. Sozusagen. Ist es unangenehm, an einem spitzen Pfahl zu hängen? Ich kenne einen einfachen Weg, wie du das herausfinden kannst. Und jetzt hör auf, mich zu nerven. Einmal noch. Ist es unangenehm, okay, an einem spitzen Pfahl zu hängen? Ich kenne... Und jetzt... Okay, okay. Gut, dann... Ich kann nicht mal den Affenkoch betrachten, der ist einfach wieder, nicht... Partner. Nicht beeindruckend genug für Guybrush, der hat schon so viel gesehen. Quizkarten? Quizkarten? Irgendwo Quizkarten? Na gut. Rorak, ich gehe gerade einfach mal nochmal die Locations ab, um mich daran zu erinnern, was es hier für Probleme gab. Hier kam man irgendwie nicht rüber. Die Sea Monkey. Wow. Aber ich glaube, es gibt auch momentan noch keinen Grund, darüber zu wollen. Aber diese Felsen sind schon irgendwie verdächtig. Vielleicht kann ich ihn mit einem Arm raushebeln. Vielleicht, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Irgendwas mit einem U und einem E und ein paar Ts und einem R oder einem G oder so ähnlich. Moment mal. Ich kann die Schädel schlagen. Wow. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do. Das heißt, ich bräuchte eigentlich noch zwei weitere, um alle Noten abzudecken. Ah, damit kann ich bestimmt die Titelmelodie von LeChuck nachher spielen. Das wäre interessant. Okay, witzig. Witzig. Gut, dass ich es ausprobiert habe. Sonst noch irgendwas Neues hier? Fehlerhafte, gefälschte Karte? Ja, jetzt... Achso, wir könnten nochmal gucken, ob bei dem X noch irgendwas ist. Wir könnten generell im Wald gucken, ob wir da noch irgendwas finden, was ungewöhnlich ist. Wir haben außerdem Geisterhühnerfutter, Cracker, die Visitenkarte, das komische Bild, von dem ich immer noch glaube, dass es nutzlos ist, weil wir es nicht unbedingt haben müssten. Oh, okay. Und interessanterweise immer noch das Doppelmonokel. Und unser treues Messer. Okay, zurück in den Dschungel.
Dann machen wir doch bei dem Strand hier nochmal kurz weiter. Da war der Baum, wo ich dagegen treten kann. Und sonst aber, glaube ich, nicht viel. Ah, eine Quizkarte. Die schauen wir uns gleich an. Aber erst noch kurz den Rest des Strandes untersuchen. Auch wieder so ein Einsiedlerkrebs. Aber nichts weiter Interagierbares. Ich mache das immer mit der Hotspot-Suche übrigens. Also mir ist das zu blöd, den Bildschirm abzusuchen. Ja, also ich glaube, diesen Baum werde ich jetzt nicht ewig treten. Aber wir wollen natürlich die Quizkarte lösen. Wie lautet die erste Regel im Gefängnis von Mili? Nicht rennen, keine Fluchtversuche, kein Kuchen oder Ratten nicht füttern. Nö, ja, das hier, oder? War doch was. Ja. Ja. Stand auf der Liste. Das war die einzige Regel. Endlich mal wieder eine einfache Frage. Ab zum roten Bärenstrauch. So, jetzt haben wir ja hier einen Haufen Möglichkeiten. Letztes Mal sind wir der Hand gefolgt. Und kann ich die Flagge? Kann ich nicht nehmen. Das habe ich schon probiert. Man hört nicht viel über Landpiraten, aber es gibt sie. Also ich gehe erstmal den Weg ab zu der Falle, die gestellt haben. Vielleicht haben sie da irgendwas zurückgelassen. Das wäre hier, dann dem Huhn folgen. Mal schön schauen, dass ich keine Quizkarte verpasse. Hier ist immer noch das malerische Vogelhaus und die Bienen. Da frage ich mich ja auch, ob ich da irgendwas machen kann. Hühnerfutter für die Vögel? Nein. Ups, sorry. Das war nicht die Absicht. Ich wollte eigentlich die Bienen verbrennen. Ha, nein, okay. Abschneiden irgendwas? Nein. Cracker für die Bienen? Nein. Nee, okay. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen kann. Aber es wirkt nicht so. Noch nicht. Ich muss mir auf jeden Fall merken, Bienen und Vögel, wenn ich irgendwas finde, was ich denke, was ich damit kombinieren kann, dann werde ich das hier ausprobieren. Ah, okay, also hier ist überhaupt nichts. Dann probieren wir noch die übrigen Wege aus, wenn wir zur Piratenflagge gehen. Nope. Hier gibt es nur jede Menge Dschung. Okay, wenn wir der Hand folgen und dann der Sonnenuhr. Nope. Ich glaube, ich hab. Und jetzt können wir den letzten Versuch auch noch starten. Hand, Huhn und dann Vogelhaus. Okay, also es gibt nichts in diesem Wald. Ich fühle mich völlig verirrt. Okay, hier ist noch ein verdächtiges X. X markiert die Stelle. Und das hier schwebt irgendwie? Oder ist das... Achso, das ist im Hintergrund im Wasser. Na gut. Dann würde ich sagen, wir müssen wieder an den Strand und wieder ins Wasser zum Schiff. Sehr toter Tintenfisch. Können wir da ein Stück rausschneiden? Oh, ja. Ich bin nicht einmal ein Fan von lebendem Tintenfisch. Moment, aber... Okay, hat er gemacht. Das ist irgendwie beängstigend. Ich sollte öfter das Messer probieren. Noch ein Tentakel. Ich überlasse das Aufräumen lieber der Natur. Okay, wofür brauche ich die Tentakel? Gute Frage. Ab ins Meer. Hier gab es zwar keine Tiere, aus denen ich was rausschneiden konnte. Der Krebs war hier. Abendessen war da vorhin. Warte mal. Das wollen wir doch einmal schnell überprüfen. Der Krebs ist weg. Okay. So viel dazu. Wir klettern die Angelkette hoch. Ankerkette, nicht Angelkette. Ich habe gesagt, ich will mal probieren, ob ich das Bullauge aufbrechen kann. Ich weiß nicht, habe ich das... Ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht schaffen werde. Oh, mit dem Tentakel? Nein. Das wäre auch ein bisschen lächerlich. Nö, dann... Dann gehen wir nach hier unten. Ich meine, uns wurde ja schon gesagt, dass wir eine Verkleidung brauchen. Deswegen wird das Bullauge öffnen wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Denken bringt mich immer ins Wanken. Gallet heißt er. Gallet. Warum kann ich mir diesen Namen nicht merken? Ein Tentakel, ein Knochen, ein Messer? Nein. Ah, ja. Ich veröffentliche dein Gedicht. Komm. Habe ich schon erwähnt, dass ich einen Freund habe, der eine Zeitung herausgibt? Er könnte an deinen Gedichten interessiert sein. Das wäre fantastisch. Aber ich bin im Moment ein wenig in Verlegenheit, weil ich am Ruder festhänge und so. Vielleicht könntest du deinem befreundeten Herausgeber meine Arbeit zeigen. Das mache ich gern. Na also. Und lass uns das einfach für uns behalten, wenn es dir nichts ausmacht. Bis sie angekündigt werden, schweigen wir. Jawohl, absolut, definitiv. Ich werde kein Wort über deine schlechte Dichtkunst verlieren. Lass sie uns doch einmal lesen. Du
Wow, das sind wirklich schlechte Gedichte. Ich verstehe, warum alle sie geheim gehalten hat. Warum habe ich das gerade angeklickt? Ich weiß es nicht. Es war irgendwie so ein Reflex. Okay, hinunter ins Meer. Hinauf zum Strand. In den Dschungel. Zum gigantischen Affen. Hey, Partner. Ja, hier sind die Gedichte. Komm, gib mir die Gallet Verkleidung. Hat es geheim gehalten. Kannst du damit eine Verkleidung herstellen? Wie mampfendes Getier in ihrem Revier. Ich verstehe, warum jemand das geheim halten will. Das ist Unsinn. Es ist perfekt. Werde ich jetzt zu Gallet? Qui dolorem ipsum. Quia dolor sit ame. Dolorem ipsum, jawohl. Nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Exceptor sint ocaecat cupidatat non proidet. Benutze das erste Gedicht, um die Verkleidung zu aktivieren, und das letzte, um wieder du selbst zu sein. Fantastisch, danke. Halte uns über deine Fortschritte auf dem Laufenden. Ja, wird gemacht. Warum ist die jetzt eigentlich so eine Voodoo-Frau? War sie das schon immer? Okay. Tschüss, M öffnet diese Karte. Ich habe gerade geschaut, ob ich damit schneller auf die Übersichtskarte kommen kann. Oh, es passiert was. Das kann nicht richtig sein. Ist das nicht ein Mobbaum? Ich wusste nicht, dass Sie auf der Suche nach einem Mob sind. Nicht mehr seit meiner Studienzeit. Und damals habe ich nur experimentiert. Das ist im Moment nicht wichtig. Jemand hat Mist gebaut und ich glaube, ich weiß wer. Wally! Wally kriegt den Ärger ab. Na, großartig. Okay, hier kann man schnell hochklettern. Dann wollen wir mal unsere Verkleidung nehmen oder das Verkleidungsgedicht aufsagen. Nehmen, achso, ja, nehmen ist kombinieren. Wie mampfendes Getier in ihrem Revier, Ideen nehme ich mit ins Boot. Die Gedichte fließen wie Groll wächst, kreativ und tot. Oh, es reibt sich immerhin. Und ich bin, ja, ich glaube, das ist schon Gallet hier. Erlaubnis, ja, an Bord zu kommen? Gallet? Ich dachte schon, wir hätten dich verloren. Ich spüre immer noch den Stich deines Messers. Ich habe das Messer wieder, also sag mir Bescheid, wenn das Gefühl nachlässt. Deine Stimme klingt komisch. Ich schätze, ich habe noch ein paar Liter Meerwasser in der Lunge. Vermutlich. Wie auch immer. Willkommen. Welche Lunge? Zurück auf dem Schiff. Tu okay, mir ein Zombie kann eine Lunge haben. Bewache diesen Platz, bis LeChuck und Iron Rose zurück sind. Ich habe das Stück, an dem ich gearbeitet habe, fast fertiggestellt und möchte wieder damit anfangen. Ja, sehr gut. Ja, erzähl doch mal. Ich verspreche dir, dass ich dem meine volle Aufmerksamkeit widmen werde. Ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Nichts. Du wirkst nur anders. Lass niemanden an Bord, sonst steche ich dich wieder ab. Na klar. Dies ist ein Haufen leerer Behälter mit Affenblut und Tintenfischtinte. Okay, also die Dame kennt ja das... Ach, die hat aber das Witzebuch. Die Dame kennt die Melodie, oder hat sie sogar geschrieben. Da müssen wir sie irgendwie dazu bringen, das vorzuführen, damit wir mitschreiben können. Hey, Bob. Hey, Gallet. Du riechst sauberer als sonst. Danke. Kennst du zufällig LeChucks Slogan? Ich versuche, mehr wie er zu sein. Nun, dann solltest du deinen Slogan alle paar Minuten ändern. Ich habe keine Ahnung, wie er den Überblick behält. Ist das ernst gemeint, dass der ständig seinen Slogan ändert? Vielleicht gibt es ein System. Weißt du zufällig, was LeChuck am liebsten isst? Nein, aber Putra wahrscheinlich schon. Sie ist ja schließlich die Köchin und so. Ja, da wäre ich auch noch drauf zurückgekommen, aber...
Ja, Melodie würde er auch nicht wissen. Hat LeChuck eine Titelmelodie? Ich plane eine Überraschung. LeChuck zu überraschen klingt nicht nach einer guten Idee. Aber er hat kürzlich etwas über eine Melodie gesagt, die er komponieren lässt. Ich weiß nicht, ob sie jemals fertiggestellt wurde. Na gut. Bis dann. Ich lasse ihn mal weiter seine Witze lesen. Zaubertrankzutaten. Moment, was war hier unten? Alle Gliedmaßen von den Gitterstäben fernhalten? Was? Was geschieht hier? Teufelskrabben mögen offenbar Gliedmaßen. Achso, ich halte meine Gliedmaßen... Okay, ich halte meine Gliedmaßen von den Gitterstäben fern, weil dahinter Teufelskrabben sind. Okay, ich habe gerade diesen Prompt überhaupt nicht verstanden. Die Katze ist noch da. Die Glocke ist noch da. Ob wir damit LeChuck wieder rauslocken können? Ich will es noch nicht ausprobieren. Hier hat sich auch nichts verändert. Und keine Quizkarte. Okay. Gehen wir mal noch hoch und gucken, ob Flombe da ist. Oh, er schläft. Und eine Quizkarte. Das geht vor. Das Wappen auf dem Bermuda-Eisschloss zeigt Folgendes. Oh, wo war dieses Bermuda-Eisschloss? Ich habe keine Ahnung. Ein Schwert und zwei Fische, ein Fisch und zwei Schwerter, ein Fischschwert, ein Schwertfisch. Oh Gott. Ich denke, vielleicht... Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern an ein Eisschloss. Das war ja vorhin auch schon... Oder es ist vorhin in einer der früheren Folgen schon mal die Frage nach einer Eismine. Ich habe keine Erinnerung daran. Ich nehme den Fisch und zwei Schwerter, wäre so ein klassisches Wappen. Bei Monkey Island kann es natürlich auch ein Fischschwert oder ein Schwertfisch sein. Ja, okay. Das war wild geraten. Ich muss nur merken, was ich geraten habe. Das Fernglas. Hey, ich kann bis zu dem riesigen Affenkopf sehen. Madison, Lila und Trent unterhalten sich. Sie sehen zufrieden aus. Zweifellos planen sie, was sie tun werden, wenn sie mit mir fertig sind. Nun, okay. Ich werde zuletzt lachen. Ha. Nichts Neues auf jeden Fall, aber wir können uns merken, dass wir zum Affenkopf damit schauen können. Wird vielleicht nochmal wichtig sein. Flombe? Ich möchte ihn nicht aufwecken. Wird nicht geweckt, okay. Na gut, dann ist hier oben wohl nichts. Umso besser, ein Ort weniger, um den man sich Gedanken machen muss. Ab ins Schiff. Diese Großraumbüros sind jetzt der letzte Schrei. Ich lese die beiden Zettel nochmal. Ich habe vergessen, was da stand. Ich glaube, es ist nicht relevant, aber zur Vollständigkeit halber lese ich sie nochmal. Erinnerung an die gesamte Mannschaft. Ja, Dämonenfeuer, mit dem genau. Richtig. Hört auf, Molly zu überfüttern, ihr faulen ja. Säcke. Nee, ich versuche in meiner Rolle zu bleiben. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, genau. Hier das hat sich Schiff zu nichts verlassen. Geändert, aber... Ah ja, Flair ist auch da, okay. Wird die jetzt sauer auf mich, wenn ich nicht on deck bin? Ist ja egal. Ich rede erstmal nicht mit ihr, bis ich mit allen anderen geredet habe. Quizkarte. Was haben wir diesmal? Welche der folgenden Inseln ist keine Insel? Monkey Island 2. Endlich mal eine leichte Frage. Scab Island ist natürlich eine der Starterinseln. Booty Island ist, wo wir hinwollen. Dinky Island ist, wo Herman Toothrot angespült ist. Und Reef Island gibt es nicht. Okay, tja, es gibt hier einen Haufen Sachen, die es schon mal gab. Und eigentlich nichts richtig Neues, ne? Ich frag sie mal. Gullet, du zähes altes Stück Krokodilfleisch. Irgendwie wusste ich, dass du es zurückschaffen würdest. Kann ich dir etwas zu essen machen? Ja, zum Beispiel das, was LeChuck hat. Ich nehme das, was LeChuck hat. LeChuck ist auf der Insel und sucht nach dem großen Geheimnis. Du kochst für LeChuck. Hat er ein Lieblingsgericht? Seh mich nicht auf, indem du versuchst, Interesse an mir zu zeigen. Du hast meine Talente noch nie zu schätzen gewusst und findest, ich koche nur Mist. Die beste Chefköchin. Du bist die beste Chefköchin, die ich je gekannt habe. Chefköchin? Du hast mich Chefköchin genannt. In all den Jahren, in denen du mich kennst, hast du das noch nie gemacht. Da warst du es ja auch nicht. Was passiert ist, während du über Bord gegangen bist, aber ich mag diese Veränderung an dir. Was wolltest du wissen? LeChucks Lieblingsessen. Nun, das ist einfach. Tentakel mit Gänseblümchensoße. Igitt.
Mach mir keine Vorwürfe. Es ist nicht mein Lieblingsessen. Sind wir bald bei dem Teil mit dem Dreifach-Hintergehen? Nicht ganz. Tentakel mit Gänseblümchensoße. Ah, ein Klassiker. Okay. Tentakel habe ich. Gänseblümchen habe ich noch nicht. Habe ich die im Wald übersehen? Kann gut sein. Kannst du mir ein paar Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Tut mir leid, mir ist die Hauptzutat ausgegangen. Gänseblümchen? Oh, ich habe zufällig hier einen Tentakel dabei. Kannst du damit Tentakel mit Gänseblümchensoße machen? Das ist ein Prachtexemplar. Ich habe es im Handumdrehen fertig. Guten Appetit. Das gut, dass sie... Ah, Gänseblümchen hinter ihr. Am besten. Da hat sie ja. Okay. Ja, gut. Auch kosten möchte ich ja jetzt schon. Ehrlich gesagt würde ich das lieber nicht tun. Na gut, okay. Ich nehme sie einfach mit. Ich glaube, das reicht. Ich meine, über die anderen Sachen zu befragen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Slogan wird sie nicht kennen. Und Melodie wird sie auch nicht kennen. Melodie kriegen wir von Flair. Von wohin kriegen wir den Slogan? Den wechselt er ständig. Bob hat es gesagt. Müssen wir nochmal gucken, ob wir da irgendwie noch mehr in Erfahrung bringen können. Vielleicht in LeChucks Kabine. Okay, ein Buch. Was ist das für ein Buch? Buch des Slogans vielleicht? Es ist das persönliche Tagebuch von LeChuck. Ich hätte ihn nicht als den selbstreflexiven Typen eingeschätzt. Mitnehmen, sofort mitnehmen. Kunst, Wärme. Eine Quizkarte, jawohl. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größerer. Okay, ein Schleier kann ja nichts machen. Dann gucken wir uns die Quizkarte an. Der Vogel am Strand von Scurvy Island ist ein... Strand von Scurvy Island. Scurvy Island sagt mir auch wieder gar nichts. Blauschnabel, Donnervogel, scharlachroter, gefiederter Spitz- und Schnabelvogel, Gelbbauch, Limettenstecher oder ein roter, geflügelter Kommandozeilenparservogel. Kommandozeilenparser, ha? Huh? Das klingt nach einem Witz, den Mikey Island machen würde. Limettenstecher, ach, klingt so realistisch. Ah, das vielleicht. Ich probier's mit dem. Nope. Auch da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Keine Ahnung. Werde am Ende des Spiels einmal irgendwo schauen. Da gibt es bestimmt eine Liste mit ganzen Erklärungen und vielleicht Bildern dazu. Dann kann ich mir mein Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen. Aber Teil 4 kann ich mich so gut wie an nichts erinnern. Teil 5 ist auch sehr vage. Teil 1, 2 und 3 kann mich eigentlich ziemlich gut. Beim 3er so geht das Ende vielleicht nicht mehr so richtig. Oder Gegenende. Okay, dann wollen wir noch mit Flair... erst noch in den Laderaum. Was haben wir hier? Da geht es nicht lang, okay. Sie haben es zugenagelt. Eine Quizkarte. Was ist ein echter Schädelname? Morrie, Dorothy, Raymond, Tilda. Murray und Morrie? Puh, ich weiß nicht, warum die anderen so geschrieben sind. Da steckt bestimmt irgendwas dahinter an, dass ich mich auch wiederum... nicht erinnern kann. Dorothy klingt am realistischsten von den der Trennung her. Ich probiere es trotzdem mal mit Morrie. Nope, natürlich nicht. Was noch wichtiger ist, ist der Geschmack von untoten Hühnern derselbe wie der Nachgeschmack von Hühnern? Mich interessiert immer noch, ob man... Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Das Huhn irgendwie überfüttern kann und ob es was bringt. Hat aber weiterhin nicht den Eindruck. Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Ich frage mich, woraus es gemacht ist. Na gut. Also sieht nicht so aus, als könnte man hier unten irgendwas Nützliches tun. Geisterhühnerklecks. Ja, whatever. Interessiert uns nicht. Geisterkacke. Konnten wir zumindest vorher nichts mitmachen. Wüssten nicht, warum wir es jetzt könnten sollten. Wie geht es mit der Melodie voran? Die Musik ist fertig. Ich schmücke sie jetzt nur noch aus. Geh zurück und bewache das Schiff, wie ich es dir gesagt habe. Okay, was ist, wenn ich hier auf einen der Schädel schlage? Gar nichts. Enttäuschend.
Gucken wir mal ins Tagebuch, das habe ich ganz vergessen, aufgrund der Quizkarten. 24. Mai, das neue Tagebuch, das Kehlenschneider Kelly mir geschenkt hat, gefällt mir sehr gut. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch gar nicht... Ach, sorry. Ich kann gerade nicht richtig lesen, so. Ich bin beeindruckt, dass ich dieses Geschenk bekommen habe, wo ich doch derjenige war, der Kelly die Kehle durchgeschnitten hat. Ich werde jeden Tag hineinschreiben. Es ist der 5. Juni. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Spaß hat. Segeln, plündern, terrorisieren und so weiter. Er hat wohl doch nicht jeden Tag hineingeschrieben. Verrückte Zeiten heute Abend. Die Mannschaft hat Scharade zum Thema. Was ist deine peinlichste Guybrush-Geschichte um den großen Kessel gespielt? Wir haben gerade den 19. Breitengrad überquert, um Bermuda zu terrorisieren. Sind auf ein lästiges Zollschiff gestoßen. Leicht zu überholen und mit Voodoo-Kanonenkugeln zu beschießen. Aha. Irgendwelche Notizen. Hier unten hat einer Tic-Tac-Toe gespielt. Da ist ein Vogel. LeChuck, muskulös, ja, sehr schön. Ich habe mich zurückgezogen und bin auf das Deck gegangen, um noch ein paar Sternkarten zu erstellen. Habe einen guten Blick auf den Grog-Krug erhascht. Sind an der Skull Bay angekommen und haben den Anker geworfen. Putra macht Macaroni mit Käse zum Abendessen. Ich habe mehr von unserer neuen Köchin erwartet. Gelber schlägt ein Ei, okay. Habe heute ein Postschiff angegriffen und versenkt. Was für ein Spaß. Das Meer war mit Fetzen von Weihnachtsgeschenkpapier bedeckt und sah aus wie ein explodierter Clown. Das hat schöne Erinnerungen geweckt, aber ich habe den Namen des Clowns wohl vergessen. Notizen an mich selbst? Mehr Gedächtnisübungen machen. Ich probiere einen neuen Slogan aus. Erschaudert die zitternden Bilgen. Dieser ist viel besser als mein letzter. Aha, da hätten wir schon mal was. Ein erster Hinweis, aber wahrscheinlich ändert er den noch ein paar Mal. Das neue Hauptsegel sieht zu schön aus. Ich schicke jemanden hoch, um es zu zerreißen und zu zerfetzen, damit es böser wirkt. Die neue Mannschaft fragt mich immer wieder, warum ich Guybrush Threepwood so sehr hasse. Bei Guybrush kann ich mich nicht auf eine Sache festlegen. Es ist eine endlose Liste von kleinen, nervigen Dingen mit ihm. Guybrush taucht immer dann in meinem Leben auf, wenn ich es am wenigsten erwarte. Ich bereue den Tag, an dem ich mich vor Jahren zum ersten Mal mit ihm angelegt habe, nachdem er die Hochzeit meiner wahren Liebe Elaine ruiniert hatte. Ja, und der Typ malt gerne Vögel übrigens. Ich habe beschlossen, mir zu Weihnachten einen neuen Slogan zuzulegen. Erschaudert meine blasphemischen Holzbeine. Ho, ho, ho. Okay, also es ist immer erschaudert und dann irgendwas. Ich vergaß zu erwähnen, dass die Mannschaft am Tag nach unserer Ankunft in Skull Bay eine Geburtstagsparty für mich gab. Ich habe sie alle Kiel geholt. PS, der Kiel musste sowieso gereinigt werden. Denke mehr darüber nach, warum ich Guybrush hasse. Er scheint zu denken, dass wir Feinde sind. Todfeinde in einem ewigen Kampf. Die Wahrheit ist, dass er mir völlig egal ist. Es ist wie bei der Mücke, die denkt, dass wir Feinde sind. Obwohl die Mücke nur ein lästiges Insekt ist, das man zerquetschen muss. Iron Rose nannte meinen Slogan heute Morgen abgedroschen. Ich habe sie am Bugspriet festgemacht, aber ich habe beschlossen, es mit bei meinem struppigen Bart zu versuchen. Ah, kein Erschaudern diesmal. Gott, wie lange ist dieses Tagebuch denn noch? Ich wollte eigentlich die Folge schon längst beenden. Ich hatte ein langes Gespräch mit Rose, während wir am Strand von Terror Island, ich liebe diesen Ort, über brennende Leichen Marshmallows grillten. Sie ist der Meinung, dass je mehr ich Guybrush einfach als einfache Nervensäge abtue, desto offensichtlicher wird, dass er und ich wirklich Feinde sind. Ich mache eine Liste mit allen Gründen, warum ich Guybrush Threepwood hasse. Erstens, dummer Name, wer nennt sein Kind Guybrush? Zweitens, hält sich für einen mächtigen Piraten, obwohl er keiner ist. Hey, Moment mal, ich habe die Prüfungen gemacht, ich bin ein echter Pirat. Auch wenn meine Ernennungszeremonie vielleicht ausgefallen ist. Drittens, immer auf der Suche nach demselben Schatz wie ich. Viertens, hat mir Elaine gestohlen. Fünftens, er bekommt viel bessere Presse als ich. Ja, stimmt. Sechstens, ist nur am Ruhm der Piraterie interessiert. Ich lasse meinen Worten Taten folgen. Er redet nur. Siebtens, mein Schiff ist viel besser als seins. Und achtens, ich kann länger die Luft anhalten wahrscheinlich. Okay. Oh, Elaine, nach all den langen Jahren sehne ich mich immer noch nach der Wärme deiner Umarmung. Verdammter Guybrush, der Tag wird kommen und dein Ende ist vorhergesagt. Idee für einen neuen Slogan. Plündert meine blasphemischen Holzbeine. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss erst einmal darüber schlafen, bevor ich ihn einsetze. Die Möwen kreisen heute wieder im Schiff. Normalerweise wären riesige Ratten mit Flügeln mein Ding, aber sie versuchen, meine morgendlichen Bücklinge zu stehlen und sie tünchen das Deck so sehr, dass keiner von uns auf den Beinen bleiben kann. Ich denke darüber nach, einen permanenten Sturm zu beschwören, um die verdammten Dinger in Schach zu halten. Und er malt sie wieder, die süßen Möwen.
Das Schiff ist ein einziges Chaos. Ich führe einen neuen Pflichtbericht für Schrubber ein. Heute Nachmittag habe ich neue Bestrafungstechniken ausprobiert. Walfanghaken waren sehr effektiv. Muss ein paar Mannschaftsmitglieder ersetzen. Erst im Nachhinein ist mir die Anregung von Rose eingefallen, den Schiffsarzt nicht als Testperson zu verwenden. Ich werde ihr ein paar extra Peitschenschläge verpassen, weil sie es mich hat vergessen lassen. Ich habe beschlossen, die Meere nicht mehr zu terrorisieren. Wenn wir im Hafen ankommen, werde ich mich um Wohltätigkeitsarbeit kümmern, meine Beute ausgraben und meine Opfer entschädigen. Ganz oben auf meiner Liste steht, mich bei Guybrush zu entschuldigen und ihn zu umarmen. Ah, 1. April. Ja, sehr gut. Ha, 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 ich lache mich kaputt. Ich habe beschlossen, meinen Slogan in Threepwoods Fluch zu ändern. Kurz und knapp, gefällt mir. Welches Datum haben wir eigentlich heute? Das Problem mit dem neuen Slogan, man hört den Namen Threepwood so oft. Ich gehe zurück zu dem, den ich am 17. hatte. Mhm. Das wäre gewesen... Plündert meine blasphemischen Holzbeine. Und die Karte zum Geheimnis ist heute angekommen. Die Sicherheitsmaßnahmen scheinen nicht zu funktionieren. Aber jetzt, wo sie hier auf Le Ship ist, kann sie sowieso nicht in falsche Hände geraten. Ich hätte Wally meine persönliche Chiffre benutzen lassen sollen, aber er wollte sie fester an mich binden. Ich werde mit dem wehleidigen kleinen Kartenmacher darüber reden, sobald ich das Geheimnis gefunden habe. Yancy und Matt Flora haben Guybrush beim Abendessen erwähnt. Muss Ersatzleute einstellen, vielleicht auf Mealy, wo ich schon mal Voodoo-Vorräte aufstockte. Im Hafen von Mealy angelegt, das Stadtvolk lässt sich von der Anwesenheit von Le Ship überraschenderweise nicht beeindrucken. Ich vermisse die alten Zeiten. Notiz an mich selbst. Beim nächsten Besuch ein paar Gebäude mit Kanonenfeuer zerstören. Oh, eine Zeichnung von Murray. Ich habe mir gerade noch eine super Beleidigung ausgedacht. Ich lache mich kaputt. Und Guybrush in den Tod geschickt. Heute Abend wird gefeiert. Notiz an mich selbst. Elaine mein Beileid aussprechen. Okay, das heißt, er ist zurück zu dem Slogan vom 17. Und der da wäre dann... Plündert meine blasphemischen Holzbeine. Zumindest, wenn er all seine Slogans aufschreibt. Soweit so gut. Quizkarte. Dave Grossman. Ach ja, den habe ich schon ein paar Mal probiert. Oh Gott, was habe ich schon probiert? Ich dachte, 87 habe ich probiert, 88 habe ich probiert. Ich probiere jetzt mal 90. Ach, come on. Na gut, das soll es gewesen sein für diese Folge. Das war jetzt eine extra lange Folge, vermute ich. Dann frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal.